Am 1. Juni lud der SSC Palmberg Schwerin zu einer Baustellenführung in die Palmberg Arena. Bekannt ist der Verein für seine erfolgreiche Volleyball-Frauenmannschaft in der ersten Bundesliga. Stadtpräsident Sebastian Ehlers betonte die Bedeutung des Vereins für Schwerin. Zur Besichtigung des Baufortschritts waren verschiedenste Gäste, Sponsoren und Partner eingeladen. Der SSC Palmberg Schwerin ist das sportliche Aushängeschild der Landeshauptstadt. Laut Christian Hüneburg, Geschäftsführer des SSC Palmberg Schwerin, ist das Bauprojekt ein Meilenstein. Der Meilenstein ist einfach, gibt uns Möglichkeiten in der Vermarktung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dadurch zusätzliche Erlöse zu generieren und auch verstärkt in die Mannschaft zu investieren. Und das Thema Service wird dann noch größer geschrieben bei uns. Vor vielen Jahren wurde der Umbau der VIP-Tribüne in der Palmberg Arena geplant. 150 Gäste können auf exklusiven Sitzplätzen die Spiele des Volleyball-Rekordmeisters genießen. Der Anbau bringt Hüneburg zufolge noch weitere Vorteile. Wir können Lagerflächen nutzen, wir können Catering-Angebote erweitern. Wir haben einen Seminar- und Presseraum, hatten wir vorher nicht. Und wir haben vor allem eine Erweiterung des VIP-Raums. Und davor ist ein Balkon, wo auf 150 Plätzen zusätzliche Gäste auch im VIP-Bereich die Spiele genießen können. Zur neuen Volleyballsaison Ende Oktober soll das Bauprojekt abgeschlossen sein. Fans, Spielerinnen, Vereinsmitglieder und Sponsoren freuen sich darauf, die neuen Möglichkeiten der Palmberg Arena zu genießen. Ja, ja.